Mmh, Lasagne. Der Klassiker aus Italien. So sollte sie aussehen. Und diese beiden sollen das nachkochen. Tolga und Nancy. Sie werden gegeneinander antreten. Und ihn müssen sie dabei überzeugen. Sternekoch Benedikt Faust. Er entscheidet am Ende auch, wer gewonnen hat. Die Schwierigkeit bei einer richtig geilen Lasagne ist viele Schichten, viel Nudel, aber die perfekte ausbalancierte zwischen Nudel und Ragout Bolognese, die wiederum sollte sehr cremig, sehr dick, sehr würzig und sehr kompakt sein. Und dann muss es einfach nur einen intensiven, leckeren Schmelz von Italien geben. Ob unsere Kandidaten das hinkriegen? Ich glaube, dass ich heute gewinnen werde, weil ich sehr gerne koche, auch wenn ich nicht oft die Zeit dazu finde. Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert, wenn ich gekocht habe. Ich will auf jeden Fall gewinnen heute. Dafür bin ich da. Doch bevor es losgeht, eure Herausforderung, probieren Sie Bens Lasagne. Ja, sieht sehr gut aus. Herausforderung angenommen. Ja, das werden wir schon hinkriegen. Also ich zumindest. Ja, danke. Naja, falls Sie dann doch noch Hilfe brauchen, haben Sie jeweils drei Joker. Und zwar bei unserem gnadenlosen Kommentator Ben. Oh mein Gott! Denn der schaut sich das Debakel über einen Monitor an. Los geht's mit der Bolognese. Dazu brauchen wir Rindfleisch, frische Tomaten, Karotten und Sellerie, Rotwein, Tomatenmark, Zwiebeln, Knoblauch, Rosmarin und Thymian. Butter, Tomaten aus der Dose, Schinken und natürlich Salz und Pfeffer. Jetzt du die Lasagne! Okay, erstmal das Fleisch. Das unsere Kandidaten eigenständig zu Hack verarbeiten müssen. Wir nehmen für unsere Lasagne Rindfleisch, denn damit wird sie traditionell gemacht. Wer will, kann aber auch Schweinefleisch nehmen oder sogar pflanzliches Hack. Nancy, jetzt läuft's aber bei dir! Wuhu. Nächster Schritt, Gemüse. Dafür brauchen wir Brunoise ist der französische Fachbegriff für feine Würfel. Und da gibt's noch einen Extra-Tipp für zu Hause. Die Zwiebel horizontal schneiden. Aber nie ganz bis zum Ende, damit man die Zwiebel gut halten kann. Und dann vertikal Scheiben schneiden. So kann man die Größe der Stückchen genau bestimmen. Aber was macht Tolga denn da? Das ist eine Technik, mit der man entspannt Würfel zubereiten kann. Wow, richtiger Profi. Das mit den Brunoise scheint Nancy schon mal gehört zu haben. Das sieht ganz gut aus. Unser Kochexperte ist ganz von den Socken. Wenn's mal mit was auch immer du machst, nix mit, lieber Tolga, kannst du auf jeden Fall mal in die Küche kommen und Gemüse schneiden. Genug geschleimt. Jetzt geht's ans Anbraten. Da wird Tolga nun doch ein wenig unsicher. Ich würde vielleicht gleich mal den ersten Joker, meinen ersten Joker einlösen. Joker! Joker Time! Die Frage ist, ob ich das Fleisch im selben Topf anbraten soll wie die Zwiebeln und das Gemüse. Eigentlich muss ich sagen, ja. Das kannst du im selben Topf machen, allerdings nimmst aber du. Aber in anderen Apfel. Nein. Okay. Allerdings nimmst du keinen Topf, sondern einen Bräter. Okay. Das größtmögliche Objekt mit der größtmöglichen Oberfläche, um dein Fleisch anzubraten. Okay. Dann schließen sich deine Poren und dann wird's geil. Perfekt. Und nicht gleichzeitig. Okay, danke schön. Bitte schön. Okay. Größtmögliche Fläche. Ja. Ich weiß nicht. Das fühlt sich so falsch an, wenn ich das hier nehme. Vielleicht war das einfach eine Falle. Nein, wir stellen hier keine Fallen. Wir geben Tipps. Und hier gleich noch einer. Fleisch gleichmäßig verteilen und dann nur hin und wieder umrühren. Außerdem nicht zu früh salzen. Denn das Salz entzieht dem Fleisch Wasser und verhindert so ein schnelles Anbraten. Und darauf kommt es nämlich an. Das Hackfleisch soll schön angebraten sein. Das heißt nicht schwarz, aber schon schön röschdunkel. Nancy hat sich derweil für einen Topf entschieden. Ihre Strategie all in. Und noch ein Saft rein. Ja, dann habe ich eigentlich alles. Und wann möchtest du die frischen Tomaten reintun? Ja, ganz zum Schluss, weil damit sie nicht allzu sehr verkochen.
Das ist natürlich mega gefährlich, weil Tomaten aus 90% Wasser bestehen und wenn sie die zu spät dazu gibt und der Saft nicht ausgekocht ist, verwässert halt das komplette Ergebnis. Traditionell werden ausschließlich frische Tomaten für die Soße verwendet. Die dauern aber länger. Wenn es schnell gehen soll, kann man auch alles mit Dosentomaten zubereiten. Ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Sieht ganz gut aus, finde ich. Weiter geht's mit der Bechamelsoße. Dafür brauchen wir Butter, Milch und Mehl. Ich werde erstmal die Butter erhitzen. Beide haben also die Butter schon mal im Töpfchen. Bis jetzt alles richtig gemacht. Erst wenn sich die Butter aufgelöst hat, darf man das Mehl einrühren. Sonst entstehen Klumpen. Jawohl, rein damit. Im nächsten Schritt ist jetzt wichtig, die Milch nach und nach dazugeben, dann bleibt die Temperatur immer erhalten und so entstehen keine Klümpchen. Genau, schön langsam. Okay, noch eine Prise Muskat. Sowie ein wenig Salz und Pfeffer. Gut, bei beiden sieht es bis jetzt gut aus. Wichtig ist jetzt einmal aufkochen, ohne anbrennen. Jetzt kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? Dann bin ich bereit fürs Schichten. Ich auch. Nee, beide sind nicht fertig, weil die Soße noch bei keinem gekocht hat. Oh oh, das könnte sich später rächen. Jetzt, wo alles vorbereitet ist, geht's ans Schichten. Dafür brauchen wir eigentlich nur noch die Lasagneplatten und natürlich Käse. Hier noch ein kleiner Tipp vom Profi. Wichtig ist vorm Buttern, weil nur dann hängt's nicht an, klebt nicht und brennt eben nicht an. Sternchen für Tolga, der das gleich intuitiv richtig macht. Allerdings läuft nicht alles perfekt. Die Lasagneblätter passen nicht genau in die Form. Er muss die Platten brechen. Hübsch sieht das jetzt nicht aus. So macht's der Profi. Die Lasagneblätter kurz in heißem Wasser vorkochen. Dann lassen sie sich perfekt auf die passende Größe zuschneiden. So weit, so gut, aber gibt's dann noch was zu beachten? Was hatte Ben gesagt? Die Schwierigkeit bei einer richtig geilen Lasagne ist viele Schichten, viel Nudel, aber die perfekte Ausbalancierung zwischen Nudel und Ragout Bolognese. Tolga hat die höhere Form ausgewählt. Damit kann er auch höher schichten. Und je mehr Schichten eine Lasagne hat, desto besser ist sie. Wichtig ist aber, dass die Nudelplatten immer von oben und unten mit roter oder weißer Soße bedeckt sind. Sonst werden sie später beim Backen nicht gar. Haben wir hier eine Reibe? Ah! Gott, so ein Teil habe ich noch nie benutzt. Ja, ich glaube, ich brauche jetzt Ben. Ja, hallo Nancy. Wo steckt man dann den Parmesan rein? Die Reibe kannst du aufklappen. Genau da müsste irgendwo. Ach, da. Ja, und okay, da okay. Kommt der Parmesan rein. Okay, danke dir. Bitte. Danke. Tolga steht jetzt vor dem gleichen Problem wie Nancy. Nur er reibt einfach oldschool. Für die Lasagne eignet sich Parmesan übrigens am besten, weil er so schön würzig ist. Kombinieren kann man den mit Mozzarella, der zerläuft gut beim Backen. Wenn der Käse drauf ist, geht's ab in den Ofen. Backzeit und Hitze variieren, je nach Auflaufform. Noch ein Tipp, damit der Käse oben nicht verbrennt, kann man die Lasagne mit einem Stück Alufolie abdecken. Und dann 25 Minuten vorbacken, damit der Käse nicht schon braun wird. Nachher runternehmen, 10 Minuten fertig backen, damit der Käse richtig schön knusprig wird. Hat man eine niedrigere Form, kann die Backzeit natürlich auch kürzer ausfallen. Ich bin gespannt, was Ben zu sagen hat. Jetzt geht's ums Rausholen. Und jetzt sieht man schon und entscheidet, ob es saftig ist, ob es kompakt ist oder zu flüssig. Jetzt noch schnell das beste Stück raussuchen. Voilà, das Ergebnis. Tolgas hat mehr Schichten, Nancy's ist knuspriger. Kompakt sieht's bei beiden aus. Doch schmecken sie auch? Damit er nicht weiß, von wem welche Lasagne ist, verkostet unser Sternekoch blind. Also ich weiß ja, dass beide die Bechamel nicht gekocht haben. So schmeckt es auch. Also es schmeckt stärkelastig. So als ob Mehl nicht ausgekocht ist. Schmeckt ganz deutlich vor, ansonsten schmecke ich nichts. Nö, schade. Gehen wir mal Nummer 2 an. Hartes Fazit für Nancy. Wie fällt es für Tolga aus? Ist halt gleich in Grün. Ne? Also jeder, der es probiert und nicht weiß, dass es eine Lasagne ist, würde sagen, es ist ein Mehlragout mit Stücken drin, weil dieser Mehlgeschmack eigentlich alles überlastet.
Moment, wie war das noch gleich? Dann bin ich bereit fürs Schichten. Ich auch. Nee, beide sind nicht fertig, weil die Soße noch bei keinem gekocht hat. Aha, genau da lag der Fehler. Es kann also noch so schön aussehen, wenn man die Bechamelsoße am Anfang verhaut, schmeckt's am Ende nicht. Aber zurück zum Fazit. Der goldene Kochlöffel und der Gewinner der heutigen Lasagne-Challenge ist Tolga! Die Bechamelsoße hat beiden das Genick gebrochen. Fürs nächste Mal wissen sie aber jetzt, wie es geht. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön.